Was geht ab, Leute? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und ich bin mit der SMCR unterwegs, mit der neuen, hier, wie ihr schon sehen könnt, an der Folierung. Und ich bin nicht allein, denn hinter mir ist Franzi. Ich hoffe, man sieht das jetzt gut. Und vielleicht habt ihr es in meiner Story mitbekommen. Franzi kommt ja aus meiner Heimat, als meine beste Freundin aus Leipzig. Und wir kennen uns eigentlich schon seit... Baby. Seit, ja, eigentlich seit Geburt, ne? Richtig witzig, weil wir waren Nachbarn und sind eigentlich zusammen groß geworden. Und ja, hatten irgendwie auch ganz lange dasselbe Hobby. Sie ist nämlich auch Moped gefahren, ne? Ja. Und ja, und jetzt ist sie einmal in Hamburg und da dachte ich, okay, jetzt müssen wir mal eine Runde fahren. Und das ist übelst schade, dann nehme ich sie einmal mit und die ganze Zeit war es trocken und jetzt fängt es an zu nieseln. Ich muss gucken, dass ich die Linse mal trocken halte. Ja, Franzi, wie findest du Hamburg hier? Wie ist es? Ja, schön. Schön. Aber zu groß irgendwie. Zu groß, naja, wir sind halt unser Dorf gewöhnt, ne? Ja, unser Kaff. Unser Kaff. Und das wird halt immer so richtiger Össi-Vlog, habe ich schon gesagt hier. Wenn mal mein Akzent hier rauskommt, wenn eine Familie da ist oder wenn ich mal wieder in Leipzig bin, dann kommt das wieder raus. Oh, das ist einfach herrlich. Und ich finde es einfach so schön, wenn ich hier den Leuten einfach mal so ein bisschen auch dann so meine neue Heimat zeigen kann, immer wenn ich Besuch habe und von Familie und was weiß ich nicht alles. Gestern waren wir ja schon so ein bisschen auf dem Kiez und habe ich so ein bisschen auf dem Dom, habe ich so ein bisschen Hamburg gezeigt. Ja. Wie fühlst du dich eigentlich? Fühlst du dich sicher her, wenn ich hier Na fahre? Klar. Ja, ne? Ich kenne das doch mit dir. Ja, ich weiß noch. Du hattest ja zuerst das Motorrad, ne, von uns beiden. Was hattest du für ein Moped? Sachs X-Road. Ja, immer nur 25er. Ja. Und da hat Franzi mich immer von der Schule abgeholt. Das wie weiß ich Kings. Noch. Ja. Und das war mal ganz cool, weil wir hatten irgendwie immer so am schnellsten irgendwie die großen Mopeds, sage ich jetzt mal. Das war mal ein ganz cooles Gefühl. Ja, und da sind wir früher ja immer. Ja, als allererstes hatten wir ja sogar bei den Roller, ne? Oh, das die Karre. Da sind wir mit dem Roller immer durch den Garten gefahren. Die Wiese schon richtig abgefahren, dein Vater hat gemeckert. Ja. Das war witzig, eine richtige Spur da in den Garten reingefahren. Oh, oh nee. Oder wo meine Mutter das mal gegossen hatte. Da war das doch so nass, da sind wir doch hingeflogen auch noch. Das war richtig bescheuert, also da haben wir wirklich null nachgedacht. Ja. Sind einfach rumgedüst in den Garten, es hat gequalmt, der kleine Roller da. Und dann hatte der doch irgendwie... Dann ging der doch mal nicht richtig, wir sind so 25 gefahren oder so. 15 nur noch. Oder 15, da sind wir da über die Landstraße gefahren mit 15 km/h zu zweit. Oh nee. Oh, wir haben alle aufgehalten. Ja. Hauptsache wir sind gefahren und nicht mehr gelaufen. Ja, das stimmt. Da waren wir immer noch schneller. Ich hätte vielleicht auch hier die linke Spur nehmen sollen. Ach, guck mal, das kann ich jetzt noch. Ja, ist frei. Können wir einmal über den Kiez fahren, Mensch. Das haben wir auch noch nicht ganz gesehen. Können wir mal Bier trinken dort? Um 12 Uhr. Mittag. Ah, oh, das ist herrlich. Was sagst du? Du hast noch gar nicht richtig SMCR mich gesehen, ne, die ich jetzt hier gerade fahre vom Sören. Ja, muss ich dann noch mal gucken. Da können wir gleich noch absteigen. Ich bin einfach aufgesprungen. Guck mal, der findet die gut, der guckt so richtig. Guck, hier ist der Dom, da waren wir gestern. Das war schön. Da haben wir schön Churros gegessen, oh, wie das heißt. Beste Leben. So, jetzt fahren wir jetzt beim Kiez. Wir müssen dann gleich mal, da halte ich mal irgendwo und dann gucken wir uns mal die Karre an. Und dann musst du mal sagen, wie du die findest. Okay. Bist du eigentlich mehr so der dezente Typ oder auffällig? Das weißt du doch. Auffällig. Auffällig eigentlich, ne? Ja. Ja, bei Mopeds wusste ich nicht mehr, du hast jetzt so lange keine. Immer alles extrem und auffällig, immer. Ja, stimmt. Das stimmt eigentlich. Normal ist langweilig. Immer auffallen. Das stimmt. Aber du bist mehr dezent meistens. Ja, das ist immer so hin und her bei mir. Ich weiß immer nicht. Soll ich jetzt richtig knallbuntes Dekor machen oder soll ich jetzt was Dezentes machen, aber was aber zu einem passt und so? Da bin ich immer hin und her gerissen. Du denkst da immer mehr nach wie ich. Ich mache einfach immer. Ja, das stimmt. Das beneide ich auch. Nee, ist schon besser, wie du es machst, glaube ich. Oh, der Auspuff hier, der wirft eine Hitze ab. Das ist wie so eine Heizung hier hinten. Das stimmt. Wir haben uns auch so gemacht, dass es geil ist. So, Vorsicht. So, da fahren wir mal jetzt nüpper. Ich weiß gar nicht, ob das meine Community kennt, wenn ich so rede. Das ist da wunderbar. Wunderbar. Egal. Össi-Vlog. So, geht's jetzt rechts weiter? Hier, dann sind wir gestern.
Da haben wir oben einen getrunken. Das war schön. Lillet. Der hat einfach so ein Lillet 14 Euro gekostet. 15? 15, ja. Das kann man sich gar nicht erlauben. Nee, haben wir ein Glas genommen und sind dann wieder gegangen. Ja. Aber es war schön. War sehr schön, sehr, sehr schön. Aber kann besoffen wäre es schöner gewesen. Schau mal, hier ist Alkoholverbot. Wir fahren falsch. Haben wir uns angeschaut? Ja. Süß. Danke. Danke. Vielleicht dachte er, ich bin Blackout, oder? Nee, oder? Ich weiß es nicht, aber eigentlich von der Statur bin ich ja viel schmaler. Der freut sich über der Blick hier rum. Ja, der hat sich richtig gefreut. Ist ja geil. Oh, das finde ich immer toll, wenn sich Leute so freuen. Ja, süß. Oh, er gleich so zu seiner Freundin, schau mal da. Und die so, hö, was? Wer ist das? Kenn ich nicht. Nancy, das ist jetzt hier der Kiez. Mhm. Sieht jetzt noch sehr traurig und leer aus. Oh, hier gibt es Sonnenbrillen, ich brauche nur eine. Schade, ich konnte Franzi gar nicht so richtig den Kiez in Action zeigen, weil hier wirklich, na gut, heute ist kein Mal Mittwoch, gestern war Dienstag, wo wir hier waren, aber am Wochenende ist ja auch nicht mehr so voll und die Clubs sind ja alle zu und viele sind pleite gegangen und so. Schade. Aber schon viel los hier eigentlich, also gestern Abend zumindest. Ja, es ging halt. Bin ich also ja nicht so gewöhnt. Ja, das stimmt auch wieder, ne? Das war schon Kulturschock. Kulturschock. So. Aber man sitzt echt gut hier, muss ich sagen. Man sitzt hier echt bequem, ne? Finde also, ich nämlich auch. Auf deinem Motorrad, muss ich das leider sagen, sitzt man sehr unbequem. Ach so, ja okay, aber auf der XC meinst du? Ja. Ja, das ist ja nochmal was anderes. Also das meinst du auf der SMCR? Nee, da tut mir richtig der Po weh, du. Ja, die Sitzbank ist auch ziemlich hart und so und das ist ja auch, glaube ich, gar nicht für zwei. Aber egal, war trotzdem lustig. Ja, finde ich nämlich auch. Aber die lässt sich echt richtig schön fahren. Ja. Also, hättest du einen großen Führerschein, hätte ich die Oma fahren lassen. Weil die ist echt, also wer die neue SMCR mal gefahren ist, der wird mir jetzt zustimmen. Die fährt sich... Nicht so ruppig, oder? Na, das kann man auch... Also, ja, auf jeden Fall. Aber trotzdem von der Leichtigkeit her und vom Feeling her, ein bisschen sogar wie EXC so. Richtig cool. Jetzt mal, wo ich hier, guck mal, ich fahre hier gleich mal auf den Fußweg. Vorsicht, fahr den Opa nicht um. Oh. Ach, Entschuldigung. Ich fahre hier gleich mal auf den Fußweg, hier rechts. Und dann gucken wir uns mal das Moped an. Läuft aber ja heiß. So, steig mal. Frage mich mal. Ich schwitze hier hinten. So, Franzi. Schön fast auf dem Radweg, aber ist egal. So, was sagst du? Optisch? Ich will nicht so gefilmt werden. Dich sieht man doch eh nicht. Ich bin schüchtern. Du bist schüchtern, du und schüchtern. Ja, gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Doch, habe ich mir schon mal angeguckt gehabt, ja. Auch mit dem Glitzer ja, und so, ja, wollte ich gerade sagen. Richtig geil. Und hier hat man so einen Holo-Effekt und so. Das ist schon, das gefällt mir richtig gut. Vor allem, das ist genau das Orange vom Rahmen. Finde ich richtig nice. Ist das schon verraten wegen deinem neuen Dekor? Nee, das kennen leider noch nicht. Okay, dann sage ich einfach mal nichts, aber ich finde, das würde auch gut reinpassen. Hier noch. Aber es sieht echt mega gut aus, ja. Finde ich auch. Weil hier vorne Schwinge, auch. Da fehlt irgendwie was. Irgendwie. Hier so. Ja, weil hier ist, ne, hier ist komplett orange. Hier vorne und dann ist halt mehr schwarz gehalten. Auch schwarze Plastiks und so. Finde ich richtig schön. Ja. Gefällt mir auch. Auf jeden Fall. Können wir mal klauen. Können wir mal klauen gehen. Ja, ja. Also 1 bis 10. Was sind das für Fragen hier? Ja, 1 bis 10, jetzt sag an. Das ist nicht schlimm, wenn du 1 sagst. Nein, ich sage 9, weil nichts Pinkes dabei ist. Ja, gut, Hammer's. Herrlich. Ja gut, Leute, ich würde sagen, das reicht mit dem Ostblock. Aufs Block. Ossi-Block. Ossi-Block. Ich will jetzt nicht übertreiben mit dem Reden, weil dann verstehen mich die Leute auch gar nicht mehr. Ja, ich reiß mich auch immer zusammen. Ich weiß gar nicht, ob das die meisten wissen, dass ich aus dem Osten komme, ob das manchmal rauskommt oder ob ich schon jetzt schon so hart Hochdeutsch rede manchmal. Ja, ich finde schon, dass du dich verändert hast, ja. Ja, und das kommt halt automatisch mit der Zeit. Aber ich reiß mich auch zusammen zu reden, ordentlich. Ordentlich zu reden. Also wenn wir wollen, dann können wir richtig hier einen absechseln. Ja, das machen wir jetzt nicht. Gut, ansonsten. Was ist mit dem Video? Ich hoffe, es hat es gefallen. Lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, oder? Wir fahren jetzt noch zurück. Yes. Jo. Gut, tschüss.